doch nicht. Ich glaub's einfach nicht. Hi, Mom. Oh, lass dich anschauen. Bist du so. Ist das Ben? Ich finde, er hat zugenommen. Und seine Augen leuchten sogar wieder. Es geht ihm eindeutig besser. Ja, aber warum versteckst du dann alles? Wir wollten ihn jetzt noch nicht zu uns holen. Das war unsere Entscheidung. Ja, das war auch so. Aber es ist Weihnachten. Du kannst hierbleiben, aber du bleibst die ganze Zeit clean, bis wir dich morgen wieder zurückbringen. Ja, okay. Du wirst mir keinen Augenblick von der Seite weichen. Denn in den nächsten 24 Stunden entscheide nur ich, ganz allein. Verstanden? Ja, verstanden. Hey, Burns! Ich dachte, du wärst tot. Ich habe meine Familie in Gefahr gebracht. Das ist alles deine Schuld. Wenn ich nichts unternehme, könnte es noch viel schlimmer werden. Okay. Du gehst rein, gibst ihm das Geld und kommst wieder raus. Verschließ die Tür. Einfach ruhig bleiben. Ich kann nicht ruhig bleiben. Du musst nach Hause fahren. Wenn du mich wirklich kennen würdest, wärst du mit mir fertig. Ich kenne dich. Nein. Ich kenne dich genau. Du irrst dich, Mom. Du kennst mich nicht. Jetzt mach sofort die Tür auf. Ich hab dir gesagt, du sollst mir nicht glauben. Du hörst mir nicht zu. Ben! Alles, was ich will, ist, dass du mir noch einen winzigen Gefallen tust. Ich suche meinen Sohn. Es stimmt doch irgendwas nicht. Du musst nach Hause kommen. Nicht ohne Ben. Sie müssen bitte unbedingt meinen Sohn finden. So viele Dinge habe ich mir selbst angetan und anderen. Du kannst ihn nicht retten, aber du wirst dich hassen, wenn du es nicht versuchst. Ich will nur, dass du mir sagst, Ben, an welcher Stelle ich dich begraben soll. Ich werde nicht sterben. Wie dem auch sei, ich bin immer noch hier. Ich danke euch. Danke fürs. See if I sink or swim.